Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Dienstag, heute ist Valentinstag. Mein Mann und ich haben tatsächlich nichts geplant. Es ist ja wirklich ein ganz normaler Wochentag. Alle sind arbeiten. Die Kids habe ich gerade in den Kindergarten gebracht. Ich hole meinen Mann und mir jetzt gerade mal ein paar Brötchen. Und dann geht es auch schon wieder ab nach Hause. Wir wollten, eigentlich haben wir geplant, zusammen zu frühstücken zumindest. Aber daraus wird wahrscheinlich nichts, weil er heute sehr viel zu tun hat. Also es sind irgendwie jede Menge Meetings stehen an und keine Ahnung. Also da wird wahrscheinlich nichts draus. Wir werden aber heute Abend, wenn wir dann zusammen, wenn die Kids im Bett sind, dann werden wir zusammen vielleicht irgendwie Abendessen. Auf jeden Fall werden wir zusammen irgendwie einen Film schauen und den Abend halt genießen. Was wir eigentlich jeden Abend machen, deswegen eigentlich so Valentinstag ist jetzt nicht unbedingt die, also keine Ahnung. Es ist jetzt nicht so schlimm, keine Ahnung. Ich wäre auch zum Beispiel niemals sauer, wenn mein Mann an diesem Tag irgendwas machen würde, unternehmen würde oder irgendwie sowas. Also ich bin da echt überhaupt nicht so. Ich finde, Geburtstage sind mir halt zum Beispiel voll wichtig, aber Valentinstag, ich weiß nicht, das war so, in der Teenie-Zeit war mir das immer voll wichtig gewesen, aber jetzt ist es auch nicht wichtig, ob man ein Geschenk bekommt oder nicht oder keine Ahnung, also ich bin da so gar nicht mehr so into it, Valentinstag, deswegen, ja, wird das ein gechillter Tag werden. So, ich hole mal was zu frühstücken und dann geht's ab nach Hause. Heute ist weil heute Dienstag ist, steht auf jeden Fall einiges an. Ich habe Pakete fertig zu packen für eBay, die Sachen, die ich jetzt verkauft habe. Am Wochenende, am Sonntag sind ja einige Auktionen ausgelaufen. Ich konnte das gar nicht mitverfolgen. Ich habe das erst am Montag früh alles gecheckt. genau. Und ich möchte neue Auktionen einstellen. Ich würde heute sehr gerne die Timberland-Schuhe alle mal fotografieren und online stellen. Das wäre sehr, sehr nice. Und da muss ich auch gleich mal auf Instagram Bescheid sagen. Es gibt eine Schminksammlung, die zwar verkauft wurde, aber diejenige, die es gekauft hat, hat es nicht gebacken bekommen, leider Gottes, das Ganze zu bezahlen. Sie hat mich immer wieder angeschrieben mit, sie hat kein PayPal, sie hat dies und das und Ananas nicht. Da kann ich leider überhaupt nichts machen, weil die Abwicklung läuft nicht über mich, sondern über eBay, habe ich euch ja schon mal gesagt. Also sie muss eBay die Zahlung bezahlen. Also man muss eBay bezahlen und eBay bezahlt dann sozusagen mich. Und eBay bietet aber super viel an mit PayPal und ganz normale Überweisung und mit Kreditkarte und mit, eigentlich bieten die alles Mögliche an. Ich weiß nicht, was das Problem war, aber ich habe jetzt 2 Wochen auf die Zahlung gewartet. Ich denke, das ist wirklich das Äußerste, was man irgendwie erwarten kann. Ich habe sie auch immer wieder angeschrieben und sie hat immer nur, entweder hat sie gar nicht geantwortet oder halt eben nur mit, sie kann nicht zahlen, weil sie hat dies nicht und das nicht und Ananas nicht. Ich kann halt nichts machen und ich möchte nicht noch länger warten. Ich möchte die Sachen auch weghaben und möchte jemand anderen jetzt einfach die Chance geben und werde einfach das Ganze nochmal neu einstellen. Für mich sind da jetzt auch keine Gebühren entstanden. Genau, deswegen, ich werde das heute nochmal neu einstellen und wahrscheinlich auch eine Jacke. Ich habe so einen wunderschönen Calvin Klein Mantel verkauft. Das ist wirklich ein Heartbreaker, aber der passt mir nicht mehr. Wenn er mir passen würde, ich würde ihn safe nicht verkaufen. Es ist ein wunderschöner, schicker, schwarzer Mantel, der immer geht. Der ist so wunderschön, den habe ich damals in Amerika gekauft und ich liebe den wirklich, aber ich passe da nicht mehr rein. Das ist Größe 36, 38, also keine Chance. Und den habe ich verkauft für auch überhaupt nicht viel Geld, irgendwie zwischen 25, 30 Euro, irgendwie sowas, 26, irgendwie, keine Ahnung. Und auch derjenige, der das gekauft hat, hat leider nicht bezahlt. Also, ja, ziemlich ätzend. Auf jeden Fall habe ich die Verkäufe abbrechen können mit der Begründung, dass eben seit 2 Wochen die Zahlung nicht eingegangen ist und eBay hat das auch sofort genehmigt. Und die 2 Sachen werde ich heute auf jeden Fall neu einstellen, damit sie nächste Woche Sonntag ja dann auslaufen können. Und ich möchte halt eben diese Timberland-Schuhe und so weiter. Das möchte ich unbedingt auch online stellen heute. Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal ganz kurz zwischen aus der Zukunft. Ich bin gerade dabei, dieses Video zu schneiden, was jetzt gleich oder was heute online kommt. Und ich habe ja gerade von so ein paar eBay-Sachen erzählt, die sind jetzt leider schon wieder alt. Aber es sind jetzt gerade ganz, ganz viele neue Sachen online. Die laufen am Samstag bzw. am Sonntag aus. Also schaut da unbedingt mal vorbei, zum Beispiel die Timberland-Schuhe.
wo ich erwähnt hatte, es gibt 4 Stück, die sind so LEs, also sehr, sehr, sehr spezielle Modelle, die man so nicht jederzeit überall bekommt. Also die sind da so Special Editions halt eben. Ich habe auch 2 Paar Adidas-Schuhe reingestellt, die wunderschön aussehen. Und eine Jacke ist gerade auch online von Oceans Apart, ein Standspiegel. Und ich werde auch heute noch weitere Sachen online stellen, die dann auch am Sonntag auslaufen. Also schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei, wenn ihr da Interesse habt. Die Sachen sind auch alle so gut wie neu. Also die ganzen Timberland-Schuhe sind einmal getragen, die Adidas-Schuhe auch nur einmal. Die sehen wirklich alle wie neu aus. Also wenn ihr Interesse habt, schaut sehr gerne vorbei. Ich werde euch in die Infobox mal ein paar Links reinsetzen. Ihr könnt mal auf einen Link draufklicken und dann einfach nur weitere Artikel vom Verkäufer euch anschauen. Dann seht ihr ja die ganze Liste. Genau, jetzt geht's für euch mit dem Vlog weiter. Genau, deswegen, ich werde jetzt frühstücken, mit meinem heutigen Vlog anfangen und mich dann an eBay ransetzen, das alles ja, zu machen, zu bearbeiten. Übrigens, ich bin gestern Abend tatsächlich noch in eine Badewanne gegangen. Mir war so kalt. Ich bin auch relativ spät, erst so um 6:30 ungefähr. Hab noch mitbekommen, die Jungs haben halt eben Abend gegessen und dann hatten sie noch eine halbe Stunde, dass sie so ein bisschen gespielt haben. Und da bin ich dann baden gegangen. War so bis 8:30 Uhr in der Badewanne, also gar nicht allzu lang, aber ich war so müde. Ich habe euch ja erzählt, ich war gestern so müde. Ich bin tatsächlich in der Badewanne eingeschlafen. Also so, ich war jetzt nicht in einem Tiefschlaf, aber ich bin schon so eingenickt und habe auch die Augen zugehabt und habe dann auch von der Serie nicht mehr wirklich was mitbekommen. Bin dann irgendwann raus aus der Badewanne und habe gesagt zu meinem Mann: Schatz, ich lege mich direkt ins Bett. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich würde innerhalb von 5 Minuten auf der Couch einschlafen. Und dann weckt er mich ja meistens so gegen 11, 12, dass wir dann ins Bett gehen. Ich habe gesagt, ich lege mich direkt ins Bett, weil dass ich einfach mal schlafe. Ich lag dann um 9 im Bett und bin dann auch relativ schnell eingeschlafen und bin heute Morgen so gegen 5:30 Uhr ungefähr aufgewacht. Richtig nice. Ich fühle mich ausgeschlafen, fitter als die letzten Tage auf jeden Fall, aber trotzdem nicht so fit. Es ist wieder bei uns hier komplett vernebelt. Irgendeine Zuschauerin hat mir gestern geschrieben, wenn morgens alles vernebelt ist, dann ist es der, das soll heißen, dass der Tag sonnig werden wird. Ich dachte mir so, hä? Wie? Also wir hatten schon oft Nebel hier morgens und dann war der Tag trotzdem so dunkel und düster. Aber gestern war es ja so gewesen, es war ja alles vernebelt, man hat kaum was gesehen. Und eine halbe Stunde später war plötzlich blauer Himmel und Sonnenschein. Das war so absurd, richtig witzig. Und es soll angeblich heute auch so werden. Also ich bin sehr gespannt, weil das macht schon einiges mit der Stimmung, wenn man rausguckt und es ist so bäh. Als wenn man rausschaut und es ist Sonnenschein und alles schön und so weiter. Deswegen. So, ich gehe mal frühstücken. Ich gehe Frühstück einkaufen, dann frühstücken, mit der Arbeit starten und wir hören uns. Sodele, wieder daheim. Ich habe hier diese Ringlees Jumpies geholt. Die Jungs essen die super gerne und die sind gerade im Angebot für 99 Cent. Deswegen habe ich die mal mitgenommen. Dann das hier, da wurde ich beauftragt, die mitzubringen. Die sind nämlich heute im Angebot. Kaufe 2 und 2 gratis. Für den Samu, für meinen Mann, für den Dias und für meine Schwester. Ich esse das ja nicht. Auch jetzt abgesehen von meinen Werten, ich habe sowas noch nie gegessen. Croissants habe ich wieder mitgenommen. Brezel hat der Samu bestellt. Hier sind 2 Brötchen für meinen Mann drin und ein Brötchen für mich. Geflügelmortadella. Dann habe ich endlich mal Bananen geholt. Ich habe die letzten Male immer vergessen. Wir haben gar keine mehr da. Und ich habe hier Blümchen geholt. So süß. So ein Herz ist das. So eine Herzverpackung, Herzschachtel mit Blumen drin. Kann man eigentlich auch selber machen, aber habe jetzt mal mitgenommen. Möchte ich meiner Schwester schenken. Genau. Sodele, jetzt werde ich erstmal was zu frühstücken machen und mit der Arbeit starten. So, jetzt komme ich auch endlich mal zum Frühstücken. Ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe hier ein paar Erdbeeren, eine Banane, mein Brötchen mit meiner Wurst und Gurken. Genau, das lasse ich mir jetzt mal schmecken und starte mit der Arbeit. So, bin jetzt mit dem Rocky gerade draußen. Ich habe gerade noch mal den Wetterbericht geguckt, weil ich mir gedacht habe so, hä? Es ist immer noch total neblig von Weitem. Und ihr seht ja selber. Keine Sonne, kein blauer Himmel. Ich habe noch mal in die App geschaut und in der App steht, dass angeblich gerade die Sonne scheint und blauer Himmel wäre. Irgendwas läuft da verkehrt. Ach Gott. Ja, wir haben mittlerweile 11 Uhr. Um 1 fange ich mit dem Kochen an.
Ich mache heute einen gemischten Salat. Oh, mit Putenbrust. Ich habe es heute Morgen erst aus der Kühltruhe rausgenommen. Ich hoffe, es ist dann jetzt aufgetaut. Ich habe es noch mal ein bisschen ins warme Wasser gelegt, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, mal gucken. Oh, es ist echt kalt. Boah, eklig. ja, und dann werden mein Mann und ich schön Mittagessen. Wir hatten ja eigentlich zusammen, also geplant gehabt, zusammen zu frühstücken, aber das hat heute Morgen nicht funktioniert. Es war einfach zu viel bei ihm auf der Arbeit los. Genau, und dann machen wir uns auf jeden Fall später noch einen schönen Abend. Eigentlich, wie wir es jeden Tag machen. Ich habe ja schon gesagt, Valentinstag ist jetzt nicht der Anlass, den man nehmen sollte, um mit seinem Partner einen schönen Tag, schönen Abend zu verbringen. Genau, ich werde jetzt aber gleich mal anfangen mit meinem Video. Ich hatte heute Morgen schon angefangen, aber habe mich dann in E-Mails und Co. verloren und habe da erstmal einiges abgearbeitet. Bin jetzt aber mit allem soweit durch. Habe auch ein bisschen was für eBay gemacht, weil heute ist ja Dienstag. Ist mein eBay-Tag, sag ich immer. Genau, ja. Jetzt muss ich aber erstmal einen Vlog machen, damit ich das schon mal, also einen Vlog schneiden, damit ich damit fertig werde. Oh, es ist gerade richtig kalt. Wie eklig ist das denn bitte? Naja, ich höre mal auf zu quatschen und mache meine Hände in die Tasche rein, weil oh, ich komme immer nach Hause, wenn ich gevloggt habe, mit eiskalten Händen. Es ist wirklich, also das ist so ein Unterschied von der Temperatur her. Ist es das gleiche wie die letzten Tage, aber dadurch, dass die letzten Tage die Sonne geschienen hat und blauer Himmel war, hat sich das natürlich direkt anders angefühlt. I don't like it. So, habe ich ja schon angekündigt, heutiges Mittagessen, ein gemischter Salat mit Chicken. Und ich habe das, die Putenbrust, als sie fertig angebraten war, habe ich auch noch eine große Paprika geschnitten und die auch noch mit in den Topf geworfen und die auch noch mit in die Pfanne geworfen. Und ja, yummy. So esse ich ja immer diese Salat-Mix-Cracker-Brot von dm Bio. Genau, ja, das lassen wir uns ja schmecken. Das sieht so gut aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Mittwoch und ich bin irgendwann um kurz nach 5 aufgewacht und dachte mir dann, okay, komm, nutz die Zeit. Ich bin gestern wieder super früh auf der Couch eingeschlafen. Ich habe momentan einen ganz blöden Schlafrhythmus, dass ich morgens oder beziehungsweise dass ich mittags, abends müde werde und relativ früh einschlafe und dafür aber auch früher aufwache, logischerweise. Ich muss das echt wieder versuchen, irgendwie hinzubekommen, abends länger wach zu bleiben, dass ich morgens halt länger schlafe. Ja, mal gucken. Ich bin deswegen jetzt mal aufgestanden, habe mich umgezogen und habe hier schon mal einen Wäschekorb verräumt. Der war wirklich komplett voll mit 2 vollen Wäschen. Hatte einmal Schwarzwäsche und einmal Buntwäsche. Und ich habe gerade schon die Waschmaschine angemacht. Das ist zum Glück bei uns, dadurch, dass es nochmal in einem extra Raum ist, echt nicht laut, wenn die Tür zu ist, man hört es nicht. Genau, die habe ich angemacht, weil ich muss heute ja so 2-3 Maschinenwäsche schon waschen. Ich habe die letzten Tage gar nicht gewaschen. Genau. Heute steht eigentlich gar nicht großartig irgendwas an. Ich möchte mich heute mal drum kümmern, diese eBay-Sachen vorzubereiten. Ich habe da gestern echt das bisschen schleifen lassen. Ich habe gestern die 2 Sachen online gestellt, die schon mal verkauft wurden, aber wo das Geld ja nicht kam, das habe ich schnell online gestellt. Aber ansonsten nichts richtig doof. Keine Ahnung, ob ich mal probieren soll, Auktionen auch unter der Woche auslaufen zu lassen. Ich denke mir, wenn es abends ist, dann geht's noch. Mal gucken, ob ich es einfach mal probieren soll, wie das läuft. Genau. Ansonsten, ich wollte euch zeigen, ich hatte euch in einer der letzten Vlogs gesagt, Moment, so. Ich hatte euch in einer der letzten Vlogs gesagt, dass Yapoda Minis rausgebracht hat und die sind jetzt endlich bei mir angekommen, Leute. Ich stehe ja total drauf. Ich mag das, diese Miniaturgrößen, die man dann testen kann, wo man nicht weiß, soll ich mir die große Größe holen. Das habe ich schon so oft bei Sephora zum Beispiel gemacht, mit teuren Highlightern und was weiß ich, was alles Mögliche. Das finde ich so genial und dann halt eben zum Reisen, gell? Ich hatte ja wirklich bei den letzten Urlauben
mir die Originalgröße mitgenommen, zum Beispiel von meinem geliebten Miss Have, weil ohne das geht gar nichts. Ich hatte dann halt eben geschaut, dass es nicht mehr allzu voll ist und so weiter, aber es ist natürlich trotzdem sehr, es sind ja hochwertige Glasflakons. Und ja, auf jeden Fall. Okay, schaut euch das mal an, wie süß ist das bitte? Richtig, richtig goldig. Es sieht jetzt andersfarbig aus, weil hier hinten ist noch so eine Beschriftung, das hat das hier jetzt nicht. Mit diesem Weißen und deswegen, ach, man sieht es jetzt hier, schaut mal, hier ist komplett durchsichtig. Das ist wirklich komplett das Gleiche. Das ist so zuckersüß. Ich weiß gar nicht, wie viel Milliliter das überhaupt sind. Vielleicht steht das hier irgendwo drauf. Also die große Größe sind 50 Milliliter und das sind jetzt 20 Milliliter. Also wirklich ausreichend, wenn man in Urlaub geht oder halt eben mal zum Testen. Richtig goldig, oder? Ich kann nicht mehr. Ich finde das so süß. Ja, und die kleinen Fläschchen, die sind auch alle trotzdem genauso verpackt wie die großen. Also auch alles aus Glas. Da wurde nicht irgendwie gespart. Das ist irgendwie, ja, in Plastik plötzlich gemacht wurde oder sowas. Auch die Verpackung komplett wie die Originalgrößen, alles aus diesem recycelten Material. Guckt mal dieses Baby an. Wie süß, the Repair Hero. Oh mein Gott, wie winzig. Richtig, richtig süß. Oder hier zum Beispiel der Double Bubble, also dieser Cleanser, mit dem ihr euer Gesicht reinigen könnt, dieser Reinigungsschaum. Er ist mini, aber eben, wie gesagt, trotzdem genauso aufgebaut, auch mit dem Pumpi und voll süß. Ich bin richtig in love. Ich finde sowas ja mega genial. Oder die Tages- und die Nachtcreme zum Beispiel. Ich finde es auch cool, dass sie alles rausgebracht haben. Schaut mal. Tiny, tiny, richtig, richtig süß. Und da muss man halt auch nicht abfüllen, ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen viel wäre für einen Urlaub, wobei ich muss sagen, im Urlaub creme ich mich echt mehrmals ein, weil die Haut dann einfach so viel mit Sonne abbekommt. Wobei, ja doch schon. Also klar, auch mit Sonnencreme und so weiter, aber ich mache trotzdem morgens meine Routine. Wenn ich mit allem fertig bin, dann gebe ich eine Sonnencreme erst drauf. Also niemals auf eine ganz normale trockene Haut Sonnencreme drauf geben, weil die bringt ja gar nichts. Da ist ja keine Pflege, keine Feuchtigkeit drunter. Ja, das wollte ich euch einfach nur mal kurz zeigen, diese kleinen, süßen Baby-Miniaturgrößen. Es ist so goldig, vor allen Dingen dieses Teil hier. Weil das habe ich auch in der Originalgröße mitgenommen, weil sowas kann man halt super schlecht abfüllen. So eine Gesichtscreme habe ich dann mal abgefüllt, aber jetzt zum Beispiel das Spray oder das hier hatte ich auf jeden Fall in der Originalgröße mitgenommen. Oh mein Gott, richtig süß. Da bin ich bin froh, dass die rausgekommen sind. Die werden safe ganz in Ruhe in den nächsten Urlaub mitkommen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, ob das alles zu viel wiegt und keine Ahnung was. Ja, ja, das wollte ich euch noch zeigen. Ja, ansonsten, heute wird nicht großartig was passieren. Wie gesagt, ich will mich so ein bisschen drauf konzentrieren mit eBay. Und ein Video für heute und für morgen zu schneiden. Das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, weil ich morgen den ganzen Tag unterwegs sein werde. Wirklich von ganz früh. Ich werde aller spätestens gegen 8:45 hier wegfahren, morgens. Und davor versuche ich ganz schnell noch was zu frühstücken und dann natürlich auch die Jungs in den Kindergarten zu bringen und, und. Und dann fahre ich direkt nach Frankfurt, da habe ich einmal meinen Zahnarzttermin. Ich habe einmal, wird dieser Zahn, der neue, der wird ein bisschen gekürzt. Der ist mir wirklich so einen Millimeter zu lang, der muss ein bisschen geschliffen werden. Und ich bekomme eine komplette Zahnreinigung. Genau. Und danach treffe ich mich mit meiner Schwägerin und mit dem kleinen Gabriel. Ich freue mich so sehr in der Stadt, dass wir mal in Ruhe quatschen können und ein bisschen Zeit verbringen. Und danach treffe ich mich mit meiner Mama und mit meiner Schwester. Genau, nicht lange, aber wir treffen uns mal kurz. Und das wird alles eine ganze Zeit lang dauern. Also ich werde frühestens um 7 Uhr abends, 8 Uhr oder sowas wieder zu Hause sein. Ja. Genau, weil meine Mutter bis 18 Uhr arbeiten muss und wir uns erst danach treffen können. Sonst wäre das vielleicht auch alles ein bisschen früher gegangen. Aber ja.
Genau, ja, ich würde sagen, ich mache hier mal weiter und melde mich später einfach wieder, ihr Lieben. So, ich habe die Kids jetzt in den Kindergarten gebracht. Habe heute früh schon angefangen, zu Hause zu putzen. Mich hat es vollgepackt, die Türen. Unsere Eingangstür und die Tür daneben, die waren so dreckig. Also die sehen von Weitem, weiß auch so, wenn man mal drüber geht, dann da ist wie so eine schwarze Staubschicht. Also ganz komisch. Richtig komisch. Auch unser ganzes Lüftungssystem, die sind ja oben an den Fenstern dran. Da ist so schwarzer Staub. Also richtig, richtig komisch. Wie wenn hier irgendwie was durch die Gegend geflogen wäre und es wurde halt dann so logischerweise vom Entlüftungssystem eingesaugt. Ja, keine Ahnung, was das ist, aber jetzt mache ich das Auto zu. Ich bin ja auch. Ja, ich habe mir jetzt eh vorgenommen, nach und nach das komplette Haus mal grundzureinigen. Also wirklich sowas wie die ganzen Türen wirklich von innen, von außen, dann mit einem Schmutzradierer über die ganzen Wände zu gehen, überall, wo irgendwie was ist. Das Treppengeländer, das Gestell sozusagen, das mal richtig sauer machen. Also so Sachen, die man immer mal macht, aber eher so grob, dass halt mal drüber gewischt ist, aber jetzt halt mal so richtig gründlich. Fenster muss ich auch ganz dringend putzen, da muss ich aber auf einen guten Tag warten, weil es ist halt echt kalt. Genau, die ganzen Gardinen muss ich mal waschen und ja, einfach so ein eigentlich Frühjahrsputz. Ich könnte eigentlich noch theoretisch guten Monat warten, aber mich nervt es mit den Türen, mit diesem Schwarz. Ich muss euch das da zeigen. Man sieht es gar nicht so richtig, man sieht es nur von Nahem. Ja, auf jeden Fall ist jetzt die Eingangstür wieder schön sauber und die Tür nebendran von unserem Kämmerchen, wo Schuhe und Jacken so drin sind, auch. Dann sind es noch, keine Ahnung, wie viele andere Türen. Aber ja, ich mache das alles nach und nach. Auch die ganzen Lüftungssysteme, auch im Badezimmer und sowas, muss alles mal richtig gereinigt werden. Genau, ja, dann habe ich die Kids in den Kindergarten gebracht, war jetzt gerade kurz beim Aldi gewesen. Ich wollte eigentlich nur Brötchen und Wurst holen und irgendwie ist es trotzdem eine volle Tüte geworden. Ich zeige euch gleich, was ich eingekauft habe. Hauptsächlich habe ich Zutaten gekauft für Bauerneintopf. Ich habe richtig Lust auf Bauerneintopf und dann weiß ich auch, die nächsten 2, 3 Tage ist das Essen sozusagen fertig. Genau, und ja, achso, ich hatte nach diesen Partybroten gerade mal eine Verkäuferin gefragt, weil die letzten Male, als ich im Aldi war, gab es diese Partybrote nicht und ich esse das ja so gern. Ich habe es gestern Abend auch gegessen und die waren einfach unglaublich lecker und sie hat mir jetzt gesagt, dass das wirklich nur über Silvester immer gibt, also zum Neujahr, dass man halt eben so Fingerfood machen kann. Ja, also ich habe die ja vom Edeka jetzt gekauft. Die sind gut, aber die vom Aldi waren halt sehr gut. Die waren nochmal anders. Und die vom Edeka sind auch nochmal ein ganzes Stück dunkler. Also die sind echt schon fast schwarz, aber die kann man auch essen. So ist es nicht. Die sind gut, passt schon, aber die vom Aldi, die waren halt echt so, die waren überragend lecker. Voll schade, hätte ich das gewusst, weil die sind ja irgendwie ja, gültig oder so, richtig krass. Ich hätte mir davon direkt mal irgendwie 20 Packungen geholt oder sogar noch mehr, jetzt mal ohne zu übertreiben. Ich hatte mir damals ja schon 3, 4 Packungen geholt und als ich gemerkt habe, dass die so lecker sind, habe ich irgendwie noch mal 3 Packungen geholt. Aber ich esse die halt fast jeden Abend, fast nicht jeden Abend, aber fast jeden Abend. Und ja, ja. So, jetzt geht's wieder ab nach Hause, dann zeige ich euch den Einkauf. Dann werde ich frühstücken, mit einem Video schon mal starten bzw. weitermachen. Heute Morgen bin ich ja in aller Herrgottsfrühe aufgestanden. Als ich dann fertig war in meinem Zimmer, bin ich nämlich runter und habe angefangen, ein Video zu schneiden. Und ich bin gut bis zur Hälfte gekommen. Also mega nice. Genau, und das Video werde ich dann beenden und dann mal gucken, ob ich mit dem Putzen weitermache oder halt eben mit der eBay-Geschichte. Das sind beides Sachen, die ich sehr, sehr gerne heute mal in Angriff nehmen würde. So, das ist einmal hier beim Aldi mitgekommen. Ich habe hier 2 neue Bretter geholt. Wir müssen unsere alten wirklich mal austauschen. Die sehen aus. Katastrophe. Habe hier extra ein weiß-graues und ein blaues mitgenommen, damit ich das unterscheiden kann. Ich nehme immer gerne eins, wo ich sage, da schneide ich Salat und Gemüse und sowas und eins, wo ich dann halt eben für Fleisch und Fisch und sowas benutze.
Genau, dann habe ich einmal hier Tomaten mitgenommen, dann 2,5 Kilo Kartoffeln, dann Karotten, das kommt alles in den Bauerneintopf. Da kommen auch noch Paprika rein, davon haben wir aber noch genug. Dann die Wurst hier von meinem Mann war leer gewesen, beziehungsweise auch von den Jungs, die essen das sogar noch mehr. Eine Katastrophe, das ist deren Lieblingswurst. Dann habe ich hier Eiskonfekt mitgenommen. Jetzt letztens, als meine Mama zum Beispiel da war, hatte ich auch so eine Packung aufgemacht, auf den Tisch gestellt und da hat jeder sich was rausgenommen. Also das ist wirklich perfekt. Dann habe ich hier nochmal diese Mini-Riegel mitgenommen. Brötchen für meinen Mann, für mich und nochmal ein Croissant. Es ist noch eins von gestern übrig geblieben und dann kann jeder eins halt eben haben. Habe ich diese Schoko-Crispies hier mitgenommen. Das ist der Samo immer ganz gerne. Batterien haben uns gefehlt und die waren gerade im Angebot für 1,55 pro Packung. Deswegen habe ich hier direkt mal 4 Packungen mitgenommen. Und nochmal so eine Geflügelfleischwurst. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Dachte ich, nehme sie mal wieder mit. Ja, das verräume ich jetzt einmal und dann frühstücke ich endlich.